Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen ein Fullface L'Oreal schminken und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hautpflege ist drauf, denn einen richtigen Primer habe ich gar nicht von L'Oreal, aber ich habe mir gedacht, es wäre doch vielleicht ganz interessant, wenn wir mal versuchen, wenigstens auf einer Seite das hier als Primer auch zu verwenden. Das ist nämlich von Age Perfect. Kollagen AS Fragmente, ein straffender Make-up Balm. Ich habe den in der Farbe 01 Fair. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Produkt, muss ich wirklich sagen. Mein Fokus ist irgendwie echt am Spinnen. Naja, es ist wie es ist. Ich habe das, also die meisten Produkte, die ich hier habe, habe ich auch schon eine ganze Weile in Anwendung. Und es ist wenig Neues dabei, für mich auf jeden Fall. Man muss hier immer so ein bisschen drin rumrödeln und man kann das auch tatsächlich als normal Make-up verwenden. Ihr seht ja auch, ne? Die Deckkraft ist auf jeden Fall gegeben. Und ich finde es auch sehr, sehr schön. Das lässt sich mit dem Pinsel, mit den Fingern, aber auch mit dem Schwämmchen auftragen. Da würde ich aber empfehlen, ein trockenes Schwämmchen zu nehmen tatsächlich. Weil das hier sonst, ich glaube, nicht so gut mit Öl, also Wasser und dieses feste Produkt halt zusammen funktionieren. Nee, ich glaube, ich mache das wirklich sogar auf beide Seiten drauf, ne? Also ihr seht, mit dem Pinsel hast du jetzt nicht so die ultimative Deckkraft. Wenn du es mit dem Finger auftragen würdest, hat man das halt wirklich so als, ja, wie soll ich das sagen? Als Creme richtig so, ne? Aber richtig dolle Deckkraft hat das halt auch nicht. Das ist für den Alltag halt super schön. Ich mache es auf beide Seiten drauf. Und finde es auch wirklich angenehm. Aber wie gesagt, es ist eher als leichtes Produkt zu sehen. Und ich glaube auch, dass L'Oreal generell viel darauf setzt, Produkte für den Alltag herzustellen und wenig so richtig mega krasse Produkte zu haben. Die haben ja zum Beispiel auch ganz, ganz viele Monos oder halt so Cremepöttchen für die Augen. Ne? Ich habe hier eine ganz alte Lidschattenpalette, die ich in meiner Sammlung habe, die ich eigentlich ganz gerne mag, aber die mittlerweile echt sehr stark parfümiert ist. Wie dem auch sei, ich habe jetzt hier das Base-Produkt drauf und ich finde, dass meine Haut dadurch wirklich schön ausgeglichen aussieht. Und wie gesagt, im Alltag 1A zu verwenden, gibt es ja ganz normal in der Drogerie, aber sicherlich auch bei Douglas. Teilweise gibt es die Produkte auch bei Look Fantastic, da könnt ihr mit Claudi Welt ein bisschen sparen. Schaut einfach mal, wo die Produkte für euch am, schwinglichsten sind, sage ich mal. Ich werde jetzt hier einfach als Foundation drüber geben, meine liebste Foundation. Ich habe die jetzt hier in neu. Die Perfect Match Nude, die getönte Serum Foundation in der Farbe 0,5 bis 2, sehr hell. Ja, ich weiß, die Farbauswahl ist hier wirklich sehr, sehr furchtbar. Man muss die vorher ordentlich schütteln, habe ich eben auch schon mal gemacht. Muss man aber immer mal wieder machen, weil die sehr flüssig ist, ne? Dann trage ich mir einfach mal ein bisschen was auf. Und die ist halt wirklich wie eine zweite Haut. Kannst du dir mit einem Schwämmchen einarbeiten, aber das geht auch mit einem Pinsel. Und ich glaube, wenn ich halt die beiden Produkte verbinde, also dass ich quasi das getönte Serum auftrage und darunter halt diesen Balm, habe ich auch eine leicht erhöhte Deckkraft. Das ist so ein kleiner Trick. Ich glaube, es lässt sich auch sehr, sehr leicht erkennen, warum ich diese Foundation auch sehr schön finde. Sie ist sehr feuchtigkeitsspendend und hat auch ein schönes Finish. Das ist wie so eine zweite Haut. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Du hast es auch leicht glowy noch mit dabei. Also ich finde die einfach klasse und kann sie immer wieder empfehlen. Du kannst die auch, wenn du möchtest, ein bisschen aufbauen. Ich habe ja jetzt einfach zwei Produkte, die eigentlich als Make-up da sind, gemischt. Einen neuen Concealer habe ich hier. Ich hatte den vorher in 1N. Der ist mir mittlerweile ein bisschen gekippt. 1RC Rose Ivory habe ich hier, den True Match Concealer. Auch das ist so ein Klassiker, ne? Hat so ein relativ unspektakuläres Füßchen. Und damit kann ich jetzt hier natürlich meine untere Augenpartie etwas aufhellen und so ein bisschen einzelne Rötung abdecken. Auch hier haben wir nicht so eine ultimativ krasse Deckkraft, aber es ist eine angenehme Deckkraft, sodass wir hier ein leichtes, concealtes Ergebnis bekommen, aber nicht zugekleistert aussehen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, also ich glaube, alle Produkte, die ich hier habe, sind sowieso vor allem im Alltag gut zu verwenden. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt verwenden würde, wenn ich, keine Ahnung, auf eine Hochzeit gehen würde oder wenn ich feiern gehen würde, sondern wirklich Alltagsprodukte. Und da macht sich das ganz gut, ne? Das heißt, so auch kleine Rötungen abzudecken, funktioniert nicht so mega krass, weil wir jetzt keinen Full Coverage von Concealer haben oder so, ne? Aber man kann sie halt leicht kaschieren. L'Oréal Paris ist ja auch eine der beliebtesten Drogeriemarken, aber gleichzeitig auch eine der umstrittensten, ne? Weil ich lese immer mal wieder in den Kommentaren natürlich was über den, über das Thema Tierversuche und so weiter. Da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so ultimativ informiert, würde ich mich gerne auch mal einlesen, inwiefern das so
da auch immer noch der Fall ist, weil ich meine, dass doch im asiatischen Raum allerhand Änderungen in dem Bereich auch waren, oder? Ich meine schon, dass da irgendwas war, aber ich weiß nicht, ob das auch L'Oréal betrifft. Wäre ja auf jeden Fall ganz cool so, ne, dass man dann halt auch noch mehr Leute ansprechen kann, weil die Produkte gefallen mir halt einfach. Sonst würde ich darüber auch kein Fullface drehen. Etwas, was so gar nicht in diesen, ich sag mal, Alltags-Make-up-Vibe reinpasst, aber was ich halt gefunden habe, sind die Glow Mon Amour Drops, das sind Highlighter-Drops, 15 ml, das ist echt ganz schön viel und ich habe die Farbe 01 Sparkling Love und ja, die trage ich mir jetzt quasi dann auch unter dem Puder auf, um so ein bisschen Highlights zu setzen. Auch hier wieder ein Produkt, was man vorher natürlich schütteln sollte. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das als Primer auftrage, habe mir dann aber gedacht, Nee, ich glaube, die Schimmerpigmente hier drin sind schon, doch schon sehr präsent, ne? Also ich sehe jetzt auf jeden Fall, dass ich hier so eine richtige Perle auf dem Gesicht habe. Das ist ja Wahnsinn. Nehme ich hier auch das Schwämmchen, um das Ganze mal zu verteilen. Schon schön, ne? Die Reste verteile ich dann so auf der Nase und auf dem Lippenherz, wobei mein Lippenherz aktuell gar nicht so sehr gehighlightet werden sollte, weil es doch relativ trocken ist. Deswegen habe ich eben auch ein ordentliches Lippenöl verwendet. Aber da ist wirklich Blinded by the Light am Start. Wow, richtig cool. Und ja, also das, was ich jetzt so schon im Gesicht habe, finde ich persönlich wundervoll. Und mache jetzt auch mal weiter mit dem Puder. Na, ich glaube, ich habe es ein bisschen dunkel hier, aber mal gucken, habe ich eigentlich eher so als Sommerpuder gehabt. True Match, ja, Vanilla Rosé. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen dunkel, aber ich versuche mir auch nur einen Hauch von aufzutragen. Theoretisch, wenn man jetzt wirklich noch mehr Deckkraft braucht, kann man ja auch die Puder Foundation nochmal drüber tragen. Genau, packt ihr einfach mal drei Foundation übereinander auf, wie man es halt mag, ne? Und das verwende ich jetzt einfach mal ganz entspannt im ganzen Gesicht. Ich schaue jetzt hier auch auf dem Highlighter. Ja, der wird ein bisschen abgeschwächt, aber er ist nach wie vor da. Unter den Augen pudere ich dann natürlich auch ein bisschen ab und auch auf den Augen drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, ob mir das reichen wird. Das muss ich mir gleich aus der Nähe mal angucken. Aber ich finde auch dieses Puder eigentlich ganz nice, ne? Und nee, die Farbe ist nicht so dunkel, wie ich dachte. Aber es mattiert schon. Da muss man aufpassen, dass man es nicht zu intensiv aufträgt, weil man es halt auch glowy mag. Ne? Ich bin ja so ein glowy Girl. Der Highlighter kommt noch sehr, sehr schön raus. Also ich hatte mir eigentlich auch noch einen Puder-Highlighter gekauft. Da weiß ich gar nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, wenn ich den gleich auch noch drüber gebe, weil ich glaube, der ist sehr, sehr dezent. Ich nehme jetzt so ein Mini-Giacomo-Herzchen und trage mir das Puder auch um die Augen auf, damit der Concealer ein bisschen gesettet wird. Ne? Als nächstes nehme ich ein relativ neues Produkt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist er erst so richtig rausgekommen. Infallible 24 Hours Fresh Wear Matte Bronzer. Das ist dieser hier in der Farbe 250 Clear Light. Ich glaube, das war auch dieses Produkt, was manche dann ja sogar nass aufgetragen haben. Und das hat dann aber eher so semi-funktioniert. Huch! Das ist etwas leichter gepresst als das Puder, was ich gerade hatte. Und damit werde ich jetzt mein Gesicht leicht aufwärmen. Da haben wir schon eine ordentliche Pigmentierung. Muss man ein bisschen aufpassen, ne? Ich weiß nicht, gibt es den Bronzer auch noch in ein bisschen heller? Das wäre wahrscheinlich eher was für mich, weil so ist er doch relativ rötlich, ne? Und recht präsent. Aber oh, ich finde, es geht trotzdem irgendwie klar. Ein Produkt, was ich jetzt aber recht neu habe, ich bekomme ab und an, wenn ich mir was aussuche von L'Oréal Paris, ja auch PR. Und da habe ich mir jetzt in der Farbe 120 Le Blush einfach mal ausgesucht, dass ich euch den zeigen kann. In der Farbe Sandalwood Pink. Feiert ihr das eigentlich, wenn da unten drunter noch so ein Pinselchen ist? Oder sagt ihr, muss jetzt nicht unbedingt sein? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen umständlich, weil ich kriege, da hat mein Blush jetzt gerade nicht so auseinandergekriegt. Der hat auch wohl ein bisschen Glow mit dabei. Das finde ich ganz interessant. Also der Highlighter kommt hier ja eigentlich noch echt schön durch. Ne? Das ist so ein schöner Glow from below, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich versuche jetzt mal den Blush auch ein bisschen noch aufzutragen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass dieser Blush auch relativ subtil war. Ja, aber der ist trotzdem sichtbar. Jedenfalls jetzt hier so im Spiegel. Aber es ist sehr subtil, ne? Nö, ja, also ich sehe den jetzt wirklich nur so ganz, ganz leicht im Spiegel. Es ist halt ein Hauch von. Vielleicht ist da jetzt einfach der Bronzer auch zu stark. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht mein Vibe von Blush. Aber er ist halt relativ dezent, was vielleicht den einen oder anderen ansprechen könnte. Ich habe jetzt hier auch noch den Light from Paradise in der Farbe 01 Ico Connect Glow. Ich meine, dass ich mir den bei Douglas bestellt habe. Denn ich war so ein bisschen auf dem Trip, dass ich mir gedacht habe, hat L'Oréal gar keine Highlighter? Gut, ich habe die Highlighter Drops, also den Liquid Highlighter.
Aber, also dass man halt wirklich einen Highlighter-Highlighter hat, einen Puder-Highlighter. Und der ist sehr subtil. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt sehen wird, weil ich ja jetzt einen drauf habe. Oh, das Fännchen löst sich. Ist das nicht magnetisch? Hallo? Das Fännchen möchte gerne rauskommen. Ist auf jeden Fall so, dass man es, guck mal, dass man das so bewegen kann. Jetzt kommt es unten hoch. Jetzt kommt es oben hoch. Naja, genau. Ja, der ist sehr subtil, ne? Könnte man vielleicht so als Puder für unter den Augen ganz gut verwenden. So, der ganz, ganz soften Glow. Vielleicht übernehme ich jetzt mal so ein bisschen das, was Melli mir empfohlen hatte, nämlich Highlighter einpolieren. Das heißt, ich gehe hier rein, habe hier dann auch was auf meinem Pinsel. Und das ist so ein richtiger Polierpinsel. Kann mir dann den Highlighter hier so einpolieren und schauen, ob man dadurch dann mehr sieht. Also der kann definitiv nicht gegen den Liquid Highlighter anstinken, aber er gibt ein bisschen Glow nochmal mit dabei. Und das hat was leicht Rosanes, wer das halt mag. Ne? Also für mich ist es mal ganz schön, vor allem jetzt, wo man ja auch nicht unbedingt einen Blush bei mir sieht, weil es ja auch noch rosa ist, wie gesagt. Ne? Ja, kann man machen. Ist jetzt halt kein Krawum-Highlighter, aber das ist ja eh nicht mehr so ganz in, wobei das ja eigentlich ein Produkt ist, was es schon länger gibt. Ne? Ich habe jetzt zwei verschiedene Augenbrauenstifte, die ich jetzt ausprobieren möchte, weil ich ja zwei Augen habe. Da verwende ich einmal auf dieser Seite aus dieser Age Perfect Kollektion in der Farbe 02 Ash Blond diesen hier. Den habe ich auch in meinem Q&A Schminki mit Melli, kann ich euch mal im i verlinken, war richtig cool, verwendet. Und da fand ich den auch sehr, sehr schön und der hat echt gut gehalten. Ist einer zum Anspitzen. Und der passt farblich bei meinen Augenbrauen halt richtig, richtig gut, was ich immer sehr begrüße, weil es gibt wenig Augenbrauenstifte, die halt wirklich draufstehen haben, dass sie blond sein sollen und bei mir passen, weil ich habe ja richtig blonde Haare, aber halt richtig blond im Sinne von natürlich blond und jetzt nicht gefärbt blond. Das heißt, ich brauche jetzt nichts, was irgendwie in die warme Richtung geht, sondern wirklich was Kühleres. Und da ist man, glaube ich, mit der Age Perfect Reihe ganz gut unterwegs, weil das ist ja auch ein bisschen was für die Leute, die auch schon vielleicht das ein oder andere graue Härchen haben. Die haben in den Produkten etwas mehr Pflege mit drin, also etwas nicht so mattierendes halt, ne, dass die Fältchen betont würden oder so. Und dann halt auch bei den Augenbrauenprodukten diesen leicht gräulichen Schleier, wie auch immer man das nennen mag. Ich finde es schön. Also für mich ist es eine richtig gute Farbe. Das wäre definitiv auch einer, den ich dann auch im Alltag ständig gerne verwenden würde, weil ich finde, das ist jetzt einfach gewesen, den aufzutragen und ich finde, die Farbe passt sehr gut. Und auf der anderen Seite habe ich aus der normalen L'Oreal Kollektion den Skinny Definer Brow Artist in der Farbnuance 104 Chetane. Das ist so ein ganz dünner zum Herausdrehen. Und den finde ich farblich eigentlich auch ganz gut, aber ich meine, dass der minimal warm war. Ja, aber nichtsdestotrotz passt der auch sehr gut zu meiner Augenbrauen und Haarfarbe so. Ne? Hat aber eher was leicht Bräunliches mit dabei, etwas leicht Wärmeres. Das heißt, hier ist wirklich der von Age Perfect viel, viel besser für mich persönlich, für meine Haarfarbe geeignet. Aber der hier ist auch wunderschön, der lässt sich auch toll auftragen. Sehr einfach in der Applikation, sagt man ja so schön, ne? Ein Augenbrauen-Gel habe ich jetzt nicht von L'Oreal, was mir mega gefallen würde. Ich hatte mal eins, aber das habe ich wieder aussortiert, weil mir das einfach nicht zu sehr genug festgetackert hätte. Deswegen nehme ich das, was ich aktuell so in Anwendung habe. Ich weiß nicht warum, aber auf dieser Seite wachsen meine Augenbrauen nicht so gut. Also hier in der Mitte ist, wie es ist. Augenbrauen sind gemacht und jetzt komme ich zu einer Lidschattenpalette, die ich die ganze Zeit schon rieche. Wird nicht jeder unbedingt krass mögen, ne? Dass man die halt immer riecht. Das ist mit Elie Saab nämlich eine Kooperation gewesen. Die haben immer mal wieder ja auch Kooperationen mit Eli Saab gemacht. Und das ist eine sehr entspannte Lidschattenpalette, die aber irgendwie schon was Buntes mit dabei hat. Und ich versuche natürlich jetzt auch was passend zu meinem Oberteil zu schminken. Ich finde, dass zum Beispiel Grün auch super gut mit so einem Lila funktioniert. Deswegen ist diese Konstellation ganz schön. Aber ich mache jetzt einen Easy Peasy Lemon Squeezy Look damit, weil die Palette gibt es, glaube ich, eh nicht mehr zu kaufen. Hat einen sehr starken Duft, aber ich würde mir generell wünschen, dass L'Oreal mehr Lidschattenpaletten rausbringt. Das ist halt, ich lieb's, ne? Also Lidschattenpaletten ist mehr so mein Vibe als Monos. Also man kann dann sicherlich auch den Look, den ich jetzt schminke, mit anderen Paletten gut nachschminken. Ich starte einfach mal mit diesem hellbraunen Ton. Das ist so ein klassischer Lidfaltenton, ne? Dann nehme ich mir ganz mutig diesen sehr, sehr dunklen Ton. Der hat auch leicht Schimmer mit drin. Und den setze ich mir hier außen in erstmal leicht tupfenden Bewegungen. Und später wird es dann ein bisschen geblendet. Und dann bekommt man dadurch so einen kleinen Schatten.
Ne? Die Reste vom Pinsel gebe ich mir dann auch einfach an den unteren Wimpernkranz, damit man so eine leicht harmonische Geschichte auch unten drunter hat, aber jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich Produkt, weil das ist ja relativ soft hier oben auch. Und ja, das ist im Prinzip ja schon fast der Alltagslook, aber ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Schimmer. Ich wär nicht ich, wenn ich es nicht machen würde. Und zwar nehme ich mir dafür einfach dieses lila Tönchen hier in der Mitte. Den finde ich einfach am allerallerschönsten und der macht sich auch richtig toll auf dem Lid. Wenn man jetzt noch irgendwie nix Glitterglue oder sonst irgendwie eine Basis drunter geben würde, würde es noch mehr eskalieren. Aber der macht schon alleine einen sehr, sehr guten Job. Die ist jetzt natürlich etwas trockener als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Palette noch ganz fresh hatte. Und die habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren oder so gekauft. Also, ne? Es ist vollkommen in Ordnung und der sieht extrem schön aus. Also das ist, oh, ich mag das einfach richtig gerne. Das ist schon schön, weil es ist bunt, aber nicht so, wie soll ich das sagen, nicht alltagstauglich bunt. Ich finde, es ist ein alltagstaugliches Bunt. Und für den Innenwinkel verwende ich dann einfach hier diesen Highlighter, weil in der Palette einfach nichts drin ist, was ich hell genug finden würde für mich. Da kommt jetzt der rosa Stift richtig extrem raus, ne? Wenn man den so intensiv aufträgt. Aber es gibt halt auch hier wieder nur ein relativ subtiles Innenwinkel-Highlight. Ich finde es ganz schön. Also es passt auf jeden Fall auch zum Look, ne? Ist jetzt nicht super ausgefallenes, aber es ist ein schöner Look. Leichte Fallout-Autoritis wird mit dem Mini Giacomo entfernt. Und jetzt kommen wir zum Eyeliner. Da habe ich einen, den ich so gut finde, diesen Infallible Grip Eyeliner. Den hatte ich in so einem Holiday Set von L'Oreal mit drin. Der hat auch eine Kugel zum Schütteln und der trocknet halt auch wirklich nicht so super schnell aus oder so. Also meiner ist noch nicht ausgetrocknet und ich habe den schon eine ganze Weile in Anwendung. Und der hat halt vorne diese Pinselspitze dran und damit kann ich einfach super gut arbeiten. Und ich finde auch, dass so ein Wing durchaus alltagstauglich ist, weil jeder definiert ja für sich selbst, wie man das halt so für sich mag. Was jetzt ein bisschen blöd ist, wenn man von vorne guckt, der geht so ein bisschen tiefer als der hier, ne? Der geht ein bisschen mehr nach oben. Ein trauriger Eyeliner, ein glücklicher Eyeliner. Nun, so ist das manchmal. Ich verwende jetzt ein Setting Spray. Das ist jetzt auch für mich sehr neu. Infallible Mattifying Setting Spray. Bin ich mal gespannt. Ich habe keins gefunden von L'Oreal, was Glow spenden würde. Was halt auch schon wieder zeigt, L'Oreal ist auch eher dazu, möchte eher den Leuten etwas alltagstauglichere Looks geben. Wobei auch Glowy Make-up voll alltagstauglich ist, ne? Naja, gebe ich mir jetzt ins Gesicht. Ein spürbarer Sprühstoß, aber kein spuckender Sprühstoß, sehr angenehm. Und damit kann ich jetzt mit dem angefeuchteten Schwämmchen das vielleicht auch ein bisschen mehr verteilen. Ich habe jetzt 2 Mascaras, die ich relativ spannend finde. Einmal ist es diese neue Panorama-Mascara, die finde ich großartig. Leute, die ist fantastisch, mega empfehlenswert. Volume Million Lashes Panorama, also aus der Volume Million Lashes Reihe. Und dann habe ich hier die Telescopic Mascara, die aber so ein bisschen anders ist, weil das die Multi-Paint Präzision, wie heißt du denn? Magnifies at the base of the lash. Ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Und die sind halt beide Gold. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann packe ich die beide jetzt hier mit rein, dass ich auf beiden Augen was Unterschiedliches habe. Und die haben auch extrem unterschiedliche Bürstchen. Bei der Panorama-Mascara haben schon viele geschrieben, dass sie einen sehr an die MAC-Mascara erinnert. Vielleicht könnt ihr sogar wissen, welche damit gemeint sein könnte. Und hier haben wir halt so ein ganz, ganz feines Bürstchen, was mich jetzt so eigentlich eher weniger an irgendwas anderes erinnert. Vielleicht so ein bisschen an die Iconic Mascara. Aber beides Gummibürstchen. Und dann schauen wir mal, wie die sich auf den Wimpern im Vergleich machen. Denn hier haben wir einmal die Wimpern ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide Mascaras sind wirklich, wirklich krass auf ihre Art und Weise. Mir ist jetzt gerade sogar das von der Panorama-Mascara ein Stück weit zu heftig, dass ich das mal sage, ne? Das heißt, vielleicht muss ich das sogar noch ein bisschen ausbürsten oder so. Und ich würde mal ganz grob vermuten, dass beide Kombinationen, also beide in Kombi, richtig krass werden könnten. Wir sehen, dass wir auch bei der Telescopic-Mascara, also bei dieser hier,
bis in die Spitzen auch die Farbe reingezogen bekommen, was wahrscheinlich auch nicht jeder mögen wird. Ich mag das ja schon, ne, wenn man so intensiv die Wimpern schminkt. Das ist halt einfach mein Vibe, aber da ist jeder Jack anders und da soll auch jeder seine Mascara für sich finden. Ich persönlich mag diese beiden sehr gern und man sieht es jetzt, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich so nach oben gucke, ne, wie unterschiedlich die beiden auch so sind, aber dass sie beide schon sehr, sehr krasse Wimpern machen. Ja, ich verwende ein Wimpernserum, das Grande Lash. Ich kann euch auch gerne das aktuelle Grande Set verlinken, was ich so finde. Ich habe letztens noch eins bei Sephora für 41 Euro gesehen mit dem Grande Lash, der Grande Mascara und dem Grande Brow. Mega. Ich hatte es mir damals auch mal gekauft. Und ich mag beide Mascaras. Welche mögt ihr lieber? Oder mögt ihr beide? Oder gar keine? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. L'Oreal steht schon so ein Stück weit ja auch immer für Lippenprodukte. Und da habe ich einmal aus der Age Perfect Reihe den Lip Liner Definition in der Farbe 639 Glowing Nude. Das ist diese wunderschöne Farbe. Und ja, der ist so ein Hauch orange auch mit dabei, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt auch so zu diesem ja, Outfit und auch zu dem Make-up ganz gut passen könnte. Mal gucken. Oh, der ist aber sehr orange. Sarah Isabel wird es lieben, like a Daisy in Spring. Die ist ja so ein Orange-Fan. Super cremig und lässt sich sehr, sehr einfach auftragen. Das definitiv, da muss man nur aufpassen. Es könnte dann sein, dass der recht schnell halt dann ja leer geht. Achso, der ist aus Plastik zum Anspitzen. Ne? Also das ist nicht nur das kleine Produktchen, was hier oben drin ist. Das kann man anspitzen. Aber Orange passt zu meinem Oberteil. Zum Augenlook, ich weiß ja nicht, aber es ist schon sehr, sehr grell. Ne? Nun, ich habe jetzt hier einen Lippenstift in der Farbnuance. Also das ist dieser Color Rich Nude Intense Nu Irreverent. Und der schaut so aus. Ich habe eben gedacht, dass es vielleicht dazu passen könnte. Aber ich weiß nicht, ob der auch so orange ist. Der ist nämlich nicht so orange. Nein, so gar nicht. Der ist eher so nudig halt. Ne? Na, wobei, wenn ich die auch so vermische, wird da echt eine schöne Farbe draus. Und wie man das halt von L'Oreal kennt, sehr, sehr farbintensiv. Ich finde es schon hübsch. Also, ne, kann ich nicht anders sagen. Das ist schon eine hübsche Sache und man kann das auch so im Alltag easy peasy tragen. Auch vom Tragegefühl her ist es wirklich angenehm. Wenn man möchte, kann man darüber auch nochmal einen Gloss geben. Den hatte ich, glaube ich, im Adventskalender in der Farbe Eyesore 402. Eigentlich nur so ein ganz klassischer Plumping-Gloss. Ja, definitiv Plumping. Und da haben wir auch so einen witzigen Applikator, weil wir da so auch Löcher drin haben. Das heißt, da ist immer ganz gut Produkt gespeichert, dass wenn man das einfach so auftragen würde, dass man da auch gar nicht noch ein zweites Mal rein muss. Ich mache das ganz gerne, wenn ich halt schon einen Lippenstift drauf habe, dass ich mir den halt so drauf gebe. Und dann habe ich ja den Applikator ein bisschen versaut, ne? Da gehe ich nicht wieder mit ins Produkt, sondern streiche das ab. Das ist wirklich wichtig, damit ihr euch die Produkte auch schön behaltet. Ne? Ansonsten habt ihr da irgendwann ein Problem, dass ihr dann quasi hier drin irgendwas Spackiges drin habt. Das kann ich euch nur empfehlen. Der ist nur wirklich plumping, aber auch nicht zu stark glänzend. Ich finde es ganz angenehm tatsächlich, weil er nochmal dafür sorgt, dass das Ganze etwas schöner aussieht. Meine Lippenkontur sieht sowieso ein bisschen verrückt aus, dadurch, dass meine Lippen halt so trocken sind. Ne? Aber er sorgt halt einfach dafür, dass die Lippenfältchen, die auf den Lippen drauf sind, gefüllt werden, weil jetzt wirklich das komplette Produkt da entsprechend verteilt wird, weil die Lippenstifte und auch die Lip Liner haben schon eine ordentliche Pigmentierung. Und jetzt habe ich einmal den Look fertig. Ich mache jetzt einfach mal zu Präsentationszwecken auch die Haare auf. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich schön, ich fühle mich frisch. Und ich glaube, dass das ein Look ist, den man halt sowohl im Alltag so gut tragen kann, als auch auf dem, keine Ahnung, wenn man so ein leichtes Event hat oder so. Aber für mich persönlich, wenn ich jetzt wirklich auf eine Feierlichkeit gehen würde, würde ich zusehen, dass ich hier so ein bisschen das ruhiger kriegen würde. Ne? Also da würde ich noch irgendwas mit einer höheren Deckkraft kombinieren wollen. Aber ich fühle mich da sehr, sehr wohl jetzt auch mit. Mir fehlt ein bisschen der Blush. Tatsächlich. Also da habe ich jetzt sehr, sehr wenig Blush drauf. Le Blush ist nicht so ganz mein Vibe. Mir gefällt irre gut der Glow, sowohl von dem Highlighter als Drops, als auch den Highlighter-Geschichten, was ich mir so drüber gegeben habe, weil das sehr zart ist, aber trotzdem vorhanden. Ne? Also das ist schon schön. Die Augenbrauen gefallen mir auf beiden Seiten sehr, sehr gut. Mascara brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolut mein Vibe. Die Lidschattenpalette braucht man jetzt nicht unbedingt. Da muss man einfach für sich selber entscheiden. Ich fände es aber generell schön, wenn L'Oreal Lidschattenpaletten im Sortiment mehr so drin hätte oder generell drin hätte. Ich bin da halt einfach Fan von, ne?
Nun, Bronzer könnte ein bisschen heller sein, wobei, wenn ich jetzt so sehe, ne, der hat sich jetzt auch mit allem anderen so verbunden, passt das farblich schon. Also schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich finde, dass der Look sehr stimmig ist, auch mit Oberteil und Schmuck. Schmuck kommt übrigens von Mein Punkt. Da könnt ihr mit Claudi 30% drauf sparen, dauerhaft, wenn ihr möchtet. Ne? Und ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier gewesen. Schreibt gerne in die Kommentare eure Lieblingsprodukte von L'Oreal, die ihr so mega krass empfehlen könnt der Community, denn ein Brain ist immer besser als Quatsch. Viele Brains sind immer besser als ein Brain, so rum. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.